der Schule habe ich angefangen mit Musical und habe da ein Jahr gespielt und habe die AG dann übernommen in der 12. Klasse. Die mache ich bis heute. Und da habe ich gemerkt, es macht mir wahnsinnig viel Spaß, mit Jugendlichen zu arbeiten, Szenen zu arbeiten, Sachen auszuprobieren. Und dann bin ich durch Zufall über die Seite der ODK zum Bewerbungsportal von Theater für Lehramt gekommen. Wusste vorher auch gar nicht, dass es das gibt. Und ja, da habe ich mich da beworben. Bei dieser Arbeitsprobe kommt es auf mehrere Sachen drauf an. Erstmal, dass man den Menschen ein bisschen kennenlernt, also dass ein bisschen Gesicht zeigt, dass man sich vielleicht vorstellt, dass man sagt, wer man ist, was macht einen aus, und dass man auf der anderen Seite sein künstlerisches Ich auch vorstellt und zeigt, ja, und das kann ich, das bringe ich mit. Vielleicht kann ich steppen, vielleicht kann ich rappen. Also das sind alles keine Muss-Sachen. Ich glaube, wenn man sich damit beschäftigt und wenn man Lust drauf hat und Motivation mitbringt und Lehrerin werden möchte, dann ist es auch machbar. Für die Zulassungsprüfung selber würde ich sagen, habt Spaß. Also einfach dieses Spaß am Spielen, Spaß am Dasein, Menschen kennenlernen, mit Menschen arbeiten, Menschen was zeigen, was von Menschen gezeigt bekommen, gemeinsam was produzieren.